Hallo und herzlich willkommen. Da sind wir wieder bei No Man's Sky. Und ja, ich habe gescannt und wir haben hier vorne dann den Holo-Terminus. Ich war noch mal ein bisschen so frei und habe ein bisschen gefarmt. Und zwar 30, 60, 90, 114 geborgene Daten. Das heißt, wir können später mal auf die Station und uns dort ein bisschen ein paar Sachen erforschen. Wieso kann ich die, kann ich hier nirgendwo reinpacken? Ach, das hat so wenig Fächer, ne? Frei, hat gar keine Fächer mehr frei, okay. Dann machen wir das später. Gehen wir hier nach, gehen wir dann einfach zum Dingens. Dann machen wir erstmal hier vorne die, den Artemus, Apollo meine ich. Habe ich jetzt mal ein Raumschiff gelassen. Da. Achso, hier, das wollte ich auch noch mit euch machen. Denn wir haben hier ja noch was dazu. Archiv ist wiederhergestellt. Mal gucken, was wir diesmal kriegen. Was? Den Wiederherstellungsschlüssel eingeben, um fortzufahren. Freund. Encrypted. Sehr schön. Ich. Oh, cool. Das war jetzt reiner Zufall. Ich wusste nicht, was ich da drücke, aber es hat geklappt. Okay, irgendwas. Bauprotokolle wiederhergestellt. Baupläne zusammengesetzt und bereit zum Herunterladen. Solarmodul, das ist natürlich sehr gut. Mit der Batterie. Das ist ja mal richtig gut. Das heißt, wir könnten hier jetzt Solar bauen. Das muss ich mal kurz gucken, ob ich das kann, ob wir da noch was haben. Sollten wir zumindest zwei machen können. B. Tür. Ich muss mal kurz mein Tablet anschließen. So, da könnten wir hier ein paar aufstellen. Und das war schon, weil wir kein Gold mehr haben. Schade. Nein, ich wollte eigentlich weitermachen. Ich wollte eigentlich noch eine Batterie aufstellen. Ach nee, warte mal, die können wir ja drinnen platzieren. Achso, nee. Na, verdammt. Einmal, zweimal und. Einmal. So, jetzt müssen die nämlich auch losgehen. Genau, und ich habe was vergessen. Natürlich. Muss das ja natürlich auch noch an die Hütte stellen, ne, anschließen. Oder ich mache das einfach direkt. Die sind ja eh versteckt, also kann ich das auch querbeet machen. So, versteckt ist versteckt. Lädt erstmal, alles super, dann können wir nämlich direkt los. Und dann gehen wir mal Apollo berichten. War das nicht hier? Was muss ich denn hier machen? Noch ein neues Archiv entschlüsselt? Okay. Das habe ich noch nie gehabt.
Exo-Anzug-Technologie, Daten extrahiert. Pläne werden heruntergeladen. Eigenes Upgrade-Modul aus Datenresten synthetisiert. Nach einer Brutale an Privus R wiederhergestellt. Was heißt? Minenlaser Modul 1 ist ein C-Modul, also kann ich das auch ruhig bei meinem Anschluss stecken. Das ist aber Raumschiffmodul und kein. Achso, das ist hier. Das hier, ne? Dafür muss aber. Die hier mal eben hier weg und dann tun wir das nämlich hier hin. Kohlenstoff-Nanorohr. 4 Stück. 4 Stück. Können wir noch sowas herstellen? Na, geht aber hier hin. Nein, wir können nur eins herstellen. Das ist schade. Können wir Glas herstellen? Warte mal. Nee, so nicht. So. Aus Ferrit war das, glaube ich, ne? Nee, woraus war das nochmal? Magnetisiertes auch nicht. Gut. Silikatpulver. Ach so, stimmt. Silikat war das ja, stimmt ja. Das müssten wir noch haben. Da 2000. Kann man die Hälfte machen? C. Ja. Achso, muss ja auch noch erstmal geladen werden. Dann machen wir hier noch ein paar Gläser. Ich hole euch dann mal dazu, wenn wir. Wohl, warte mal, 4 Stück, glaube ich, ne? 3 oder 4 Stück waren das, glaube ich. Ich glaube, da könnte eben mit bei sein. Ist ja nicht so wild, ne? Ist ja alles in Ordnung. Machen wir 4 Stück. Ist ja jetzt fertig, genau. Nehmen wir die 4 Stück, tun die im Exo und dann gucken wir einfach mal den Rest. Lassen wir mal drin. Wo war es da? Hermetisches Siegel müssten wir eigentlich schon können. Nein, auch da nicht. So, das haben wir schon mal. Schon mal Upgrade. Glas. Haben wir. Okay, Blitzwerfer haben wir noch nicht erlernt. Dafür haben wir aber schon, schon das Upgrade. Das heißt, wir brauchen noch 3 Kohlenstoff-Nanorohre. Die machen wir aus was nochmal? Aus Kohlenstoff. Okay, die kriegen wir noch zusammen. Da bist du. Nun geh doch mal durch die Tür, du Hampelmann. Durch die Tür. Ach ja, nein, das wollte ich nicht. Das auch nicht. Das hier, das hier.
Brauchen wir ein bisschen mehr, ne? Bei so einem Planet ist immer kacke hier. Aber wie gesagt, das hier ist nur eine vorübergehende Basis. Wenn wir die Missionen alle fertig haben, dann suchen wir uns eine neue. So, dann war das aus Kohlenstoff. Nein, falsch, warte mal. Wir hatten noch ein Nano-Ding fertig gebaut schon. Haben wir da schon einen reingesteckt? Kann sein. So, Blitzwerfer haben wir. Fehlt nur noch Deuterium. Ja. Ich hätte schwören können, wir hätten gerade eben noch was gemacht. Aber da sehe ich was hier. Ja, das reicht. Mehr brauchen wir nicht, den, dass wir hier stehen. Und dann flitzen wir jetzt mal, weil jetzt können wir nämlich auch rumballern. Der ist zwar im Schaden machen absolut schlecht, aber so Schaden 2-3, das geht für den Anfang. Nein, ich drücke mal die falsche Taste hier, Mensch. Jetzt haben wir noch genug Uran. So, dann müssen wir nur noch die Schnittstelle finden. Wo ist die? Die war doch noch vorhin hier. Hallo? Was habe ich jetzt gemacht? Wo ist denn das jetzt hin eigentlich? Bin ich jetzt blöd oder? So, ich bin ja noch am Planeten. Angeblich immer noch nicht so nah, weit genug entfernt. Das ist irgendwie echt komisch mit dem Spiel hier. Hallo, ich bin weg von dem Planeten. Hallo, Spiel. Danke. Damit die irgendwas dran geändert haben. Das war vorher nicht so nervig. Früher brauchte man immer nur über diese eine kleine Linie zu fliegen und dann konnte man los. Hast du gerade richtig gesehen, dass hier so Fragmente hier waren? Achso, das ist das Ding hier. Fleischige Wurzeln. Meter hier lang. Also eigentlich hier hinter direkt.
Ich sehe aber nichts. Muss ich jetzt nicht verstehen, ne? Ah, hier. Der war nicht so weit entfernt. Der hätte mir ruhig direkt mal anzeigen lassen können, oder? Das wäre nicht so schwer gewesen. Aber die bringen Sauerstoff immer sehr gut. Ja, halten wir mal an, Pläuschchen, wa? Navigationsdaten. Kann hier leider nicht hoch und runter gucken. Egal, wir sind jetzt endlich da. Echt cool gemacht hier. Das ist aber nicht Apollo. Ah doch, es wurde Apollo, aber der andere hatten wir doch vorher, oder? Das Starren erwidern. Bezahlt werden, die wollen alle mal Geld sehen. Ich hoffe, wir mal zustimmen. Als Partner, da muss ich dem Geld geben. Was hat er für eine Partnerschaft? Und immer höflich. Was ja, nuklearisiere sie auf der Galaxiskarte. Okay. Fliegen wir mal wieder in die weiten Welten des Nichts. Ja, wir haben ein schwarzes Loch gefunden. Aber das können wir noch nicht nehmen, weil wir... Was passiert jetzt? Müssen wir da Huankumi oder müssen wir da runter? Also das ist nur da Richtung für das Ding. Da muss ich nochmal genau gucken. Wo wird... Ach so, der ist da an dem... Hier.
Dann flattern wir mal. Vielleicht finden wir doch einen besseren Planeten. Müssen wir das Skill, das Scan mal auf eine andere Taste legen. Ach, ich wollte auch noch geguckt haben, ob man das irgendwie verändern kann. Hier, genau, stimmt. Das habe ich auch noch vergessen. Der wäre blöd. Da könnten wir aber Gold herkriegen. Den hatte ich schon, ne? Der war ein hyperboreischer Planet. Das habe ich auch noch nie gehört. Aber da findet man Natrium. So, mal gucken. Aber Natrium braucht man ja auch eigentlich relativ oft. Ist das auf der Seite oder ist das auf der anderen Seite? Ist hier auch gut. Bauen wir mal. Ja, da wir gerade hier sind, ne? Können wir von Planet zu Planet eigentlich reisen? Müsste man mal machen. Das war mal Upgrade-Module. Das war mal so, dass es, dass man das auch kriegen konnte. Wenn man einfach nicht hier ausgeloggt hat und wieder eingeloggt hat, dann war das wieder auf grün. Das ist aber mittlerweile nicht mehr so, leider. Das haben die wohl geändert. Kälte. Oh, 15 geborene Daten noch gekriegt. Bauplan für den Rover Geobucht hier. Wie heißt das Ding? Roverbucht. Ja, nice. Reisemeilenstein. Dankeschön. Brauche ich nicht. Dann müssen wir da hinten noch. Raumstation Teleporter. Das heißt, wir können uns wahrscheinlich jetzt den Rover bauen oder müssen uns wahrscheinlich den Rover bauen. Da bin ich ja mal gespannt, wa? Ist das meine? Das ist doch nicht meine Base. Das ist doch gar nicht meine Base. Jetzt bin ich verwirrt. Bin irgendwie verwirrt. Ich glaube, wir sind auf die falsche gelandet, ne? Auf dem falschen Planeten. Die Flatterdinger hier.
Kohlenstoff, her damit. Jetzt irgendwie die erste Base, die wir hier gebaut hatten, oder? Wasserhauen. Bin jetzt irgendwie ein bisschen verwirrt. Das ist der hier, ne? Ja, war ich mal kurzzeitig ein bisschen verwirrt. Hab ich mir dann gedacht, dass ich jetzt zwei habe. Ja, das ist er. So, was sollten wir noch machen? Tatenlampe. Platziere ein Konstruktionsterminal. Machen wir das doch mal. Auch sehr erforderlich. Was ein Wetter hier. Dann fliegen wir halt noch mal los. Geht ja doch ratzfatz, ne? Also wenn man es drauf anlegt, dann kann man doch recht schnell durchkommen. Ich hatte so irgendwie in Erinnerung, dass die Mission auch ziemlich nervig sein kann mit der Zeit. Ja, ich wollte nicht scannen. Ich wollte eigentlich das hier und dann schon mal alles aufladen. Das geht nicht, weil wir gerade im Flug sind. Okay, dann. Das war nicht der Eingang. Da bin ich ja mal gespannt, wa? Na gut. Werben wir uns den Knilch mal an hier. Ein Gag natürlich. Natürlich. Auch die Pflanze kein Geld hier. Haben wir noch was zu verkaufen? Kaufen. Wirklich nicht, ne? Ja, warte mal, wir hatten das Gag-Ding noch.
Obwohl doch nicht hier. C. Die können wir verkaufen. Sturmkristalle. Da. Das ist doch ein, ja, ausgegraben. Das habe ich nämlich vergessen gehabt zu verkaufen. Und die auch noch weg hier. Da sind wir schon bei 8 Millionen. Das heißt, wir könnten uns bald ein neues Raumschiff leisten. Tagelöhner. Nee, dich brauche ich nicht. Bin hier raus. Gut, dann sehen wir uns bei der nächsten Folge wieder und gucken dann mal, was der Konstruktionstrottel so sagt. Der Konstruktionsmensch natürlich. Und ich fliege in der Zeit mal wieder zurück. Oder er gesagt, ich lasse mich zurückporten. Und wir sehen uns dann bei der nächsten Folge wieder an der Base. Also, bis dahin, euer Wobra. Tschüss.